Hey Nachbarn, willkommen zurück bei Alice Madness Returns. Nachdem wir die Geisterpiraten befreit haben, gehen wir weiter die Show vervollständigen. Ach guck mal, hier das Einhorn-Steckenpferd, das ist so geil. Gehen wir weiter die Show vervollständigen. Oh, ich muss da rein, sorry. Wir haben schon die... Die Sängerinnen haben wir schon befreit. Was ist denn das hier? Oh nein. Wir haben die Sängerinnen befreit. Quatsch, die Sängerinnen, die Tänzerinnen, die Muscheln, das waren die Tänzerinnen. Haben wir befreit. Den singenden Fisch. Haben wir seine Stimme wiedergegeben. Ja. Und was die Piraten machen, weiß ich gar nicht. Hopp! Oh. Zähnchen, bang, bam und kabär. 2000 Zähne, alter Verwalter. Hui. So, zack, 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 zack. Ja, rutschen, geil. Oh, das war knapp. Oh, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Oh. Bang, 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 bang. Kann ich springen? Ich kann nicht springen. Oh. Bam. Oh. Runter da. Ich will die. Hopp. Oh. Das war Knippelchen. Hopp, hopp, hopp. Ja. Nein! Ach, so ein Riesen. Die. Kolossaler Verfall. Was kann der denn? Oh, geh weg! Lass mich in Ruhe! Nein! Lass mich in Ruhe! Gar nichts. Ja. Was war das? Assi. Hallo? What just happened? Und durch da! Bam! Was ist das? Toter Fisch? Ja, ich muss rein. Ich muss da rein. Entschuldigung. Der. Der. Und oh ja, hier ein extra. Keine Zeit zu verlieren, wir haben doch keine. Töte oder werde getötet. Oh.
Geht doch. Huch! Oh, crap. Bumm! Bumm! Tee in die Fresse! Ja, und bumm! Oh, das war nix. Blong. Blong. Plong. Geht doch. Huch. Boah. Da ist ja noch einer. Ins Fasse! No. Bam. 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 Geht doch. Easy SL. Nicht trödeln. Du hast schon den Zug verpasst. Den Zug verpasst. Ja, hab ich. Und jetzt? Tschu. So. Da lang. Ups. Weiter geht's. Die Schweinenase. Ist gepfeffert. Tsching. Was ist denn hier los? Bilder sagen mehr als Worte. Manchmal mögen wir sie nicht, manchmal verstehen wir sie nicht. Lebt er noch? Alter. Ist doch krank, ey. Was ist man jetzt? Ah, hier ist ja die Show. Ja. Hallo. Hopp. Ja, es geht los. Juhu! Ladies and Gentlemen! Willkommen zur Show! Geil! Das reicht jetzt, denke ich. Genug Vorgeplänkel. Hier kommt, worauf alle gewartet haben, was beweist, dass ich keine Vorurteile, dafür aber einen feinen Sinn für Humor habe. Schwert und Krone zählen ja nicht. Alle dürfen ein Tänzchen wagen. Könige, Lords und Talaren gezücht, die Blauen und die Weißen kragen. Das Schicksal bietet viele Tode. Dazu noch Leid und Trost. Das Schicksal erlöst nur wenige. Ein Schuldiger. Und seltene Krankheit, nasses Ende, stetes Herz. Ein langer Sturz von Kellerstufen, jäh ist's aus, keinen Scherz. Oft ist
verdammten Punch muss ich dann holen und das Fest mal kann beginnen. Essenszeit. Vor dem Tod sind alle gleich. Alle haben das gleiche Recht, gefressen zu werden. Anstellen, Leute! Nicht drängeln! Jeder kommt ran! Was eine Show, ey. Feierst, während das Wunderland zerstört wird. Ich bin nicht der Feind, den du suchst, Alice. Ich wollte dieses Stück Wunderland vor dem Ungetüm verbergen. Diplomatie ist zwiespältig. Wir müssen alle unsere Rollen spielen. Bist du Bauer oder Dame? Idiot oder praktizierender Narr? Gleich wie es ausgeht, gewöhne dich an den Gedanken, dass du irregeführt wurdest. Und frag dich dann, von wem? Oh nein! Wer hat diesen verwünschten Zug in Bewegung gesetzt? Wo kommt er her? Er kann alles, du ankamst! Und er ist doch schon hier, als du es dir vorstellen kannst! Der Tod eines Traums! Die Raupe! Mag vielleicht wissen wie. Okay. Meinem Mund schmeckt gar nicht. Wo ist der Kerl, der mich geschlagen hat, Nanny? Der miese Kerl ist bewusstlos, aber leider noch am Leben. Was wollte er? Was wir alle wollen. Geld für nichts. Was hast du dir dabei gedacht, dich einzumischen? Hättest draufgehen können. Nanny, ich bin völlig durcheinander. Ich muss wissen, was diese furchtbaren Visionen bedeuten. Es geht um das Feuer. So wie immer. Du musst weiterleben, Alice, so wie ich. Wenigstens sonst sie keinen Irrenhaus um sein Kurs. Meine Vergangenheit ist tot. Ich habe sie umgebracht. Ich hätte sie retten müssen. Ich hätte sterben müssen. Ihr Verstand lag im Scherben. Radcliffe dachte, vertraute Gesichter würden sie zu sich bringen. Nach einem Jahr verlor er das Interesse an ihrem Erbe. Habgieriges Schwein. Stellt aber immer noch seine bizarren Fragen. Gute Dosis Wahnsinn, würde ich sagen. Aber in diesem Leben ist Ehrlichkeit nicht die beste Taktik. Wenn sie nicht komatös war, hat sie geglotzt. Mit Augen wie Windräder. Gesabbert. Manchmal gekreischt, aber nie etwas Sinnvolles. Kindisch wie sie war, hat sie ihre Geheimnisse für sich behalten. Ganoven und Spanner. Ordinär wie Kakerlaken. Die so hässlich. Die sind nichts als Futter für Perverse. Wie Ameisen, die von einer Wespe gefressen werden. Oder die gelähmte Beute einer Spinne. Du hast mich in Rutledge besucht. Was du erinnerst dich? Radcliffe hat mir was bezahlt dafür. Eine alleinstehende Frau muss manchmal Dinge tun, auf die sie keine Lust hat. Wie du sicher weißt. Schwester Whitless meinte, du würdest harte Zeiten durchmachen. Ich saufe nicht wie sie. Ich tue niemandem weh. Ist kein schlechtes Leben, Alice. Abgesehen von den Zuhältern. Sie sagte auch, du hast vielleicht mein Kaninchen. Bitte, Nanny, erzähl mir von... Dem verdammten Feuer? Also wirklich. Sieh mal, Alice, ich kann dir nicht geben, was ich nicht habe. Radcliffe hat den Untersuchungsbericht geschrieben. Ich bring dich zu ihm. Er hat auch dein verfluchtes Kaninchen. Erinner dich dran. In Ordnung, aber Mr. Radcliffe ist nutzlos. Als wüsste ich das nicht. So, Nachbarn, und damit haben wir die Lücke geschlossen. Die Parts, die verloren waren, sind jetzt wieder da. Und deswegen wird er hier ein bisschen kürzer. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten. Macht's gut, Nachbarn. Ciao.